Wir verkaufen Verhaltensveränderung. Und um Verhalten zu verändern, bedarf es eines Prozesses. Und der Prozess hat 4 Stufen. Können Sie sich vorstellen wie ein Kreis mit 4 Kreissegmenten. Das erste ist, wenn wir das tun, was wir immer getan haben, werden wir die Ergebnisse bekommen, die wir immer bekommen haben. Das heißt, wir brauchen neue Fertigkeiten. Fertigkeiten, die uns in die Lage versetzen, Sachen, die wir jetzt tun, effizienter zu tun, besser zu tun, sodass bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Zum Beispiel eine andere Art der Ansprache. Vielleicht sage ich als Möbelverkäufer immer noch, kann ich Ihnen helfen und werde 4 von 10 Mal abgewiesen dabei und möchte jetzt meine Ansprache, eine neue Fertigkeit entwickeln, eine neue Verhaltensweise, um wesentlich mehr Erfolg beim Gesprächsaufbau zu haben. Also das erste ist, ich muss mir ganz genau überlegen, welche Fertigkeit ich denn haben will, welches Verhalten ich verändern will. Beispiel, nehmen wir mal Kontaktprozess. Als nächstes muss ich mir überlegen, was habe ich davon? Und wenn wir Führungskraft sind, müssen wir 2 Sachen überlegen. Einmal, was hat der Verkäufer davon und dann, was hat die Firma davon. Denn wenn wir als Führungskraft nur argumentieren, was die Firma will, dann müssen wir das mit enorm viel Druck und enorm viel Kontrolle durchsetzen. Wir brauchen also eine Einsicht, die unsere Einstellung ändert. In dem Fall Kontaktprozess müsste man sich überhaupt erstmal klar machen, wie funktioniert das denn jetzt. In dem Moment, wo Verkäufer ein Verkäufernavi führen und Strichliste machen und sehen, wie viele Kontakte sie haben und wie viel davon nicht zu einem Beratungsgespräch führen. In dem Moment sind sie sensibilisiert und denken sich, hey, ich will meinen Kontaktprozess ändern. Der nächste Schritt ist, wir müssen uns genau überlegen, wie. Das ist hier das 2. Kreissegment. Wir brauchen Techniken und Prozesse. Einfach nur zu sagen, ich will jetzt anders kontaktieren, haut nicht hin. Denn die meisten von uns haben schon 40, 50, 60.000 Mal kann ich Ihnen helfen gesagt. Und es ist ganz unwahrscheinlich, dass beim 50.000 und ersten Mal, jetzt mit einem Mal, wir eine andere Ansprache improvisieren können. Das ist so, wie als wenn Sie die Art, wie Sie Autofahren verändern wollen, das geht auch nicht von heute auf morgen, denn das ist auf Autopilot, das sitzt tief drin. Das heißt, wenn Sie etwas verändern wollen, das erste ist eine Einsicht, warum, was Ihnen das bringt. Das zweite ist, man muss sich ganz, ganz genau vornehmen, wie. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, ich kontaktiere jetzt anders oder über Eisbrecher, sondern man muss sich überlegen, den nächsten Kunden, den ich sehe, spreche ich an mit, guten Tag, herzlich willkommen bei Möbel sowieso. Waren Sie denn schon mal bei uns? Oder was Ähnliches. Es können 100 verschiedene Sachen sein, aber man muss sich ganz genau überlegen, wie es aussieht. Die Techniken, den Prozess. Dann ist normalerweise übrigens bei Verkaufstrainings Schluss. Wir nennen das die 18-Uhr-Falle. Da fährt der Trainer nach Hause. Die Leute wissen es, die wissen, warum das gut ist. Die wissen jetzt auch, wie sie es machen sollen. Aber am nächsten Morgen ist die Umwelt wieder so wie immer. Und wir alle verhalten uns angepasst an die Umwelt. Das heißt, der Verkäufer kommt zur Arbeit, seine Führungskraft ist wie immer, die Kunden sind wie immer, seine Kollegen sind wie immer, das Arbeitsumfeld ist wie immer und deswegen verhält er sich so wie immer. Wenn wir wollen, dass er sich anders verhält, dann brauchen wir den 3. Baustein, Training und Üben. Und fast niemand schafft es, sein Verhalten zu verändern, ohne dass ein Coach oder irgendeine Art von Person, die Rückmeldung gibt, dabei ist. Ja, selbst ein drittklassiger C-Jugendverein wird nicht besser, wenn der Trainer nicht kommt. Und wir alle wissen das, Mannschaften, die sich samstags nur zum Kicken treffen, die werden nicht besser. Jetzt sagen viele Möbelverkäufer, aber Herr Witt, wir trainieren doch täglich. Nein, das tun sie nicht. Denn Trainieren setzt voraus, dass man etwas lernen will. Dass man nicht einfach nur mit dem Kunden spricht, um was zu verkaufen, sondern dass man sich vorher konkret überlegt, was will ich denn jetzt anders machen in diesem Kundengespräch, um noch besser zu verkaufen. Wenn eine Fußballmannschaft trainiert, dann gehen sie ja auch nicht auf den Platz und spielen 90 Minuten, sondern es wird gedribbelt, es wird um Pfeiler gespielt, es wird Abgeben geübt, es werden Elfmeter geübt und dann wird vielleicht 10 Minuten gekickt. Training ist sehr, sehr bewusstes Üben. Diese Funktion kann übrigens nur die Führungskraft auf der Fläche einnehmen. Und vielleicht noch die Kollegen, wenn sie wohlmeinend sind. Ein Trainer, der einmal im Monat von außen kommt, der kann das nicht. Und übrigens, wenn Sie Möbelhändler sind, lassen sich kein Coaching auf der Fläche verkaufen. Das ist Quatsch. Wir sind ein Coach auf der Fläche, der läuft dann neben den Verkäufern her und versucht, die aus der Nebenkoje zu belauschen, um dann irgendwelches Feedback zu geben, was meistens negatives Feedback ist. Das macht alle Beteiligten nur nervös und es ist ganz unwahrscheinlich, dass er in dem Moment irgendetwas coachen kann, was den Verkäufer so langfristig weiterbringt, dass er ab dann konsequent sein Verhalten verändert. Also Training auf der Fläche muss
von den Führungskräften und in der Mannschaft getragen werden. Das können externe Trainer nicht bei Ihnen darstellen. Wenn man das lang genug macht und einen Monat für eine Verhaltensweise oder eine Stufe in unserer Treppenstufen-Verkaufsmethodik ist ein guter Zielwert, was einen Monat durchzieht, dann ist das neue Verhalten wieder auf Autopilot. Dann ist es eine neue Fertigkeit. Wir kommen besser an Kunden ran. Wir haben eine andere Begrüßungskultur, wie ein Kunde von mir sagt, und haben damit ein besseres Ergebnis. Das Gute ist, jetzt wo es auf Autopilot ist, können wir die nächste Sache angehen. Ich habe das einmal am eigenen Leibe erfahren, wie das ist. Ich bin relativ früh, war ich Verkaufsleiter und hatte dann meine eigenen Unternehmen und musste mein Verhalten nie verändern. Bis eines Tages in einer häuslichen Situation, wir hatten eine Wohnung umgebaut und da wurde eine gläserne Duschkabine eingebaut. Und meine Mitbewohnerin sagte mir, Thomas, die muss ab sofort, muss die nach jeder Benutzung wasserfrei gemacht werden mit so einem Schieber. Können Sie sich schon vorstellen, wie Ihre Verkäufer auch, habe ich gesagt, das geht gar nicht, ich habe für sowas keine Zeit. Ich weiß auch nicht, wie das geht und mit Hausarbeit, das kann ich sowieso nicht so gut. Aber sie hat nicht aufgegeben, jetzt sofort den nächsten Schritt gemacht. Sie hat mir erklärt, was ich davon habe. Sie hat mir nochmal die Rechnung rausgesucht, was diese Duschkabine gekostet hat und hat gesagt, wenn wir das nicht machen, sieht die wieder so aus wie die alte Duschwand. Und das willst du doch nicht. Rausgeschmissenes Geld. Auf rausgeschmissenes Geld reagiere ich ganz, also es macht mir Schmerzen. Mit einem Mal wusste ich, ich habe was davon. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das mache. Ich habe aber gesagt, du, ich sehe das im Prinzip ein, man müsste das machen. In dem Moment, wo Sie hören, man müsste, man könnte, man sollte, ich würde ja, wissen Sie eins, es wird nichts passieren. Dieser Mann in man müsste mit kleinem M, der hat noch nie irgendwas gerissen. Außerdem es müsste, könnte, würde, hätte. Das ist der Konjunktiv oder auf Deutsch übersetzt die Weichei-Form. Das heißt, wenn Sie sowas sehen, wissen Sie, da findet nichts statt. Das wusste die Dame auch, die hat gesagt, ja, ja, könntest du oder kannst du? Ich habe gesagt, na, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Also hat sie mich mitgenommen und hat wirklich gestoppt, wie lange das dauert, die Duschwand sauber zu machen. Und siehe da, das waren irgendwie 30 Sekunden. Also musste ich eingestehen, das kann sogar ich. Sie hat gesagt, okay, wirst du das machen? Und ich wusste, was sie will. Also habe ich gesagt, jawohl, ich werde das machen. Der als letzter duscht, macht die Duschwand wasserfrei. Das nennt sich eine Vereinbarung. Und Vereinbarung ist ein sehr, sehr starkes Werkzeug in der Führung von Menschen. Menschen hassen es, gesagt zu kriegen, was sie tun oder lassen sollen. Aber Menschen sind vereinbarungsfähig. Vereinbarung mit Menschen getroffen hat, dann kann man ab da dafür sorgen, sie einfach nur an die Vereinbarung zu erinnern und muss nicht jedes Mal wieder die Gründe diskutieren, warum dieses neue Verhalten überhaupt wünschenswert ist. Also, eine Vereinbarung war getroffen, die Techniken und Prozesse waren in dem Fall sehr einfach. In sich leicht überlappenden Bahnen diesen Schieber da runterziehen, unten einmal so machen, super. Jetzt wissen Sie schon, wie es weitergeht. Einen Morgen habe ich das gemacht, den zweiten Morgen habe ich das gemacht und am dritten oder vierten Morgen, ich weiß es nicht mehr genau, stand ich in der Küche, war am Kaffee trinken und ich stand, weil ich keine Zeit hatte, mich zu setzen. Es war 5:30 Uhr morgens. Die Dame kommt in die Küche und sagt, Thomas, wir gehen mal eben ins Badezimmer. Und ich wusste irgendwie, das wird nicht lustig, 5:30 Uhr morgens in der Küche. Wir gingen ins Badezimmer, sie zeigt auf die Duschwand und sagte, Thomas, was haben wir vereinbart? Und sagte, ja, ja, ich weiß, wir haben vereinbart, dass der Letzte die Duschwand sauber macht, aber... Aber ist ein interessantes Wort. Aber trennt die Lüge von der Wahrheit. Vor dem Aber kommt die Lüge, nach dem Aber kommt die Wahrheit. Die Lüge war, wir haben das vereinbart, aber, und dann kam die Wahrheit, ich habe jetzt keine Zeit, habe ich erzählt. Oh, ich muss den Sprinter kriegen, 5:45 nach München. Wenn ich den nicht kriege, dann warten die Kunden und wenn die warten, werden die sauer. Und wenn die sauer werden, bezahlen die mich nicht und dann spricht sich das rum und dann laufen die anderen Kunden auch weg und dann habe ich überhaupt keine Kunden mehr und dann können wir hier die Hypothek nicht bezahlen und dann wohnen wir auf der Straße. Hat sie sich alles brav angehört und dann gesagt, so, wir machen Folgendes, ich hole das Auto und fahre schon mal vor, dann, also ich muss das Auto holen und dann fahre ich dich zum Hauptbahnhof, dann musst du nicht mit der U-Bahn fahren, du kriegst deinen Sprinter und kannst in der Zeit, wo ich das Auto hole, die Duschwand sauber machen. Und siehe da, ich machte die Duschwand sauber. Es dauerte ein paar Wochen, vielleicht waren es 3, vielleicht waren es 4, vielleicht waren es 5, ich weiß es nicht. Und ab und zu musste sie eingreifen und mich einfach nur freundlich an die Vereinbarung erinnern. Thomas, was hatten wir vereinbart?
sich nie die Ausreden angehört, sondern mich immer nur an die Vereinbarung erinnert. Sie hat mich auch nie angeschrien, sie hat mir auch nicht gedroht. Und sie hat nur gesagt, Thomas, was hatten wir vereinbart? Mittlerweile lebt die Dame seit ungefähr 10 Jahren in den USA und hat keinerlei Einfluss mehr auf mein Leben, aber jeden Morgen mache ich die Duschwand sauber. Und selbst in Hotels, wo es gläserne Duschwände gibt, suche ich irgendwie im Kran nach dem Schieber, um die Duschwand sauber zu machen. Das heißt, dieses neue Verhalten ist komplett auf Autopilot. Es kostet mich keine Kraft, weder mental noch physisch. Ich merke auch nicht, dass ich weniger Zeit habe. Das heißt, ich habe eine neue Fertigkeit und ich habe eine Fertigkeit auf Autopilot. Was können wir daraus lernen? Wenn wir Verhalten verändern wollen, konzentrieren wir uns auf eine konkrete Fertigkeit, auf ein neues Verhalten. Zum Beispiel auf eine Stufe der Treppenstufensystematik. Dann besprechen wir zusammen, was wir davon haben. Welche Statistik soll sich verbessern? Was haben wir davon? Danach legen wir ganz genau fest, wie wir es machen werden. Das muss nicht jeder Verkäufer gleich machen, aber jeder Verkäufer muss vorher wissen, was er sagt. Und dann müssen sie das zusammen üben. Und das ist tatsächlich die Aufgabe der Führungskraft und der Mannschaft. Das können wir aus der Ferne nicht begleiten. Und das tun sie so lange, bis das neue Verhalten auf Autopilot ist. Und dann geht das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Und Firmen, die das verstanden haben, die hören nicht auf zu wachsen, die hören nicht auf besser zu werden. Denn jedes Mal, wenn wieder eine neue Sache auf Autopilot ist, erfordert die keine Energie mehr und sie können das nächste obendrauf satteln. Also in Zukunft denken Sie an die Duschwand und wie mir das beigebracht wurde. Verhaltensveränderung ist einfach, wenn man sie systematisch angeht. Denken Sie dran, wir verkaufen Verhaltensveränderung. Wenn Sie daran interessiert sind, sich dabei begleiten zu lassen, unser Durchsetzungsprogramm und unser Club der Durchsetzer baut auf genau diesen Prinzipien auf und setzt die ein Jahr lang bei Ihnen um. Dann kontaktieren Sie mich. Der erste Schritt ist eine Verkaufspotenzialanalyse, die ist kostenlos und unverbindlich. Und wir sprechen darüber, wie man das bei Ihnen umsetzen könnte.